Ich war gerade dabei, Lord Randall und seiner Vasensammlung einen kleinen Besuch abzustatten, als mir die Jungs von der Downwind-Diebesgilde dazwischenfunkten. Angeblich haben sie die Beute noch nicht verteilt. Im Moment streiten ihre Anführer, Dornell und Ruben, über die wertvolle Saphir-Vase. Klingt, als bräuchten sie einen Schlichter, der ihnen ihr Problem abnimmt. Leider bin ich kein Schlichter. Ihr Problem werde ich ihnen trotzdem abnehmen. Die Kerle sind so sehr mit sich beschäftigt, dass sie mich niemals als Dieb verdächtigen werden. Die Downwinder betreiben unter einem nahegelegenen Restaurant eine Spielhölle, das Overlord's Fancy. Das Versteck der Gilde befindet sich unter dem Casino. Ich habe eine grobe Skizze der Anlage. Im Overlord's Fancy muss ich den geheimen Eingang zum Versteck finden. Ich sollte vorsichtig sein. Die Downwinder kennen mich nur allzu gut. Wenn sie mich sehen, wissen sie sofort, dass ich die Vase geklaut habe. Vorausgesetzt, sie legen mich nicht schon deswegen um, weil ich durch ihr Versteck spaziere. Es wird nicht leicht sein, die Vase aufzustöbern. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo sie versteckt ist. Das sollte aber eigentlich ein heißes Gesprächsthema unter den Downwindern sein. Vielleicht habe ich ja Glück und schnappe etwas auf. Es wird Zeit, dass ich mich auf den Weg mache.